Herzlichen Dank, lieber Erhard, für Einladung und Einleitung und Ihnen an den Bildschirmen auch einen herzlichen Gruß. Schön, dass Sie sich die Zeit nehmen für eine Unterbrechung zu Themen. Es wurde ja schon in der Einleitung angekündigt und angedeutet, die sehr vielfältige Aspekte haben und mich selbst beschäftigt eigentlich schon seit mehr als einem Jahr zu verstehen, in welcher Zeit wir leben, die wir wahrscheinlich auch im Nachhinein oder vielleicht jetzt schon als Corona-Zeit begreifen, in welcher Gesellschaft wir leben, wenn wir diese Gesellschaft jetzt als eine Corona-Gesellschaft etikettieren und was eigentlich mit uns als Bürger und Bürgerinnen passiert. Ich denke, dass wir die Komplexität der Geschehnisse, der Eindrücke, der Nachrichtenberichterstattungen, es ist ja eigentlich unentrinnbar, sind wir seit einem Jahr wechselnden Informationsmeldungen ausgesetzt. Wir haben nebenbei neue Begriffe gelernt, von der Herdenimmunität angefangen bis zur Inzidenz und lernen irgendwie Säulendiagramme zu lesen und Verlaufskurven zu interpretieren. Befinden uns in gewisser Weise in einem eigenartigen Zwischenzustand, wie mir das vorkommt. Vielleicht könnte man das auch sogar etwas radikalisieren und sagen, wir befinden uns in einem medizinisch-politischen ja, Gefangenenlager. Wir sind unserer Grundrechte beraubt, zumindest phasenweise. Und die ursprüngliche Hoffnung, das Ganze ist ein Spuk, es wird bald vorbei sein, wandelt sich eigentlich in die Ernüchterung. Wir werden wahrscheinlich noch länger mit Viren leben müssen. Und wir werden immer wieder Pandemien erleben und ein Ende ist möglicherweise gar nicht so schnell in Sicht. Bislang, denke ich, sehen wir, dass versucht wird, mit Regeln, mit Verordnungen, mit Maßnahmen das normale Leben immer wieder außer Kraft zu setzen und gelockert wieder in Kraft zu setzen. Wir erleben immer wieder neue Wellen, die immer neu auch von mehr oder weniger originellen politisch-infektiologisch-medizinischen Maßnahmen begleitet werden, kommentiert werden. Was ich sehe, ist, dass wir von der ersten Welle an doch sehr stark in einem medizinisch-infektiologischen oder wenn man so will, auch trivial-technokratischen oder technischen Muster konfrontiert werden. Dahinter steckt meines Erachtens eine sehr triviale und lineare Steuerungsidee von Gesellschaft, von sozialem Zusammenleben, dass man versucht, über Maßnahmen, die mit Sanktionen, mit Strafen, manchmal auch mit werbenden Appellen verbunden sind, ein bestimmtes soziales Verhalten zu erzeugen, das natürlich im Dienst der Gesundheit aller steht. Aber das sind Maßnahmen, die keine oder wenig Rückkopplungen kennen, die keine Bürgerinnenbeteiligung kennen, die relativ wenig transparent sind in ihrer Kommunikation. Wir erleben sozusagen Ritualiter Pressekonferenzen, wo uns Ergebnisse von Deliberationen vorgestellt werden, ohne dass wir den Prozess, das Ringen darum, wie es zu diesen Entscheidungen kommt, irgendwie nachvollziehen können. Und ich glaube, das ist auch ein Grund dafür, warum es für nicht wenige Bürger und Bürgerinnen schwer ist, nachzuvollziehen, wie man ja hier auch zu eigenen Positionen und zu auch einer Position der Verantwortung, der Mitverantwortung in der Tiefe der bürgerschaftlichen Gesellschaft kommen kann. Es gibt ja doch offenbar immer wieder dieses Muster, dass man unterhalb dieser Maßnahmen versucht, es sich zu richten. Das kann durchaus auch, ist menschlich völlig verständlich, aber es ist eben nicht gelungen, in diesen politischen Kommunikationen
so etwas zu kreieren wie eine soziale Mitverantwortlichkeit aller, die in diesem Land leben. Und zwar eine Verantwortlichkeit sowohl für das Leben, die Gesundheit der anderen, als auch für das eigene Leben und die eigene Gesundheit. Wir stehen meines Erachtens im Augenblick genau an diesem Punkt, dass die Sorge um die anderen und die Sorge um sich selbst eigentlich noch nicht wirklich in einer Weise intensiviert und entwickelt worden ist, dass es möglich wäre, mit diesem Virus auch zu leben. Es ist ein Agieren im Muster der Krise, der Dauerkrise. Und die Art und Weise, wie es getan wird, könnte man eigentlich auf den Punkt bringen. Es ist das Muster des Kämpfens und des Kriegführens gegen den Virus, weil nämlich in dem Virus selbst der Tod steckt. Der potenzielle Infektionstod. Und die Angst vor diesem Infektionstod scheint alle Mittel zu rechtfertigen. Dahinter steckt der doch immer wieder auch beobachtbare, in der Geschichte der Menschheit und vor allem in der Medizin beobachtbare Imperativ: Wir werden die Selbstermutigung, wir werden den Tod schon besiegen. Das Virus reaktiviert uralte Muster im Umgang mit dem drohenden Tod. Also Kampf, Krieg, Ausrottung, Isolation, Ausgrenzung, Kontaktverbote und Kampf um jeden Preis. Es ist ein quasi militärisches Muster. In einem Stil des letztlich doch auch heroischen Management-Jargons: Wir werden das alles schon in Griff kriegen und wir werden die Kontrolle gewinnen. Wir werden uns die Kontrolle im besten Fall auch zurückimpfen. Ich denke, vielleicht sind Sie auch ein bisschen skeptisch gegenüber diesen militärischen Management- und Kontrollfantasien, die uns immer wieder umgeben, ja buchstäblich umspülen. Vielleicht erinnert es Sie auch an die alten Weisheiten in den Märchen, den Kinder- und Hausmärchen der Brüder Grimm, die daran erinnern, dass gegen den Tod kein Kraut gewachsen ist, dass man den Gevattertod nicht austricksen kann. Und die Märchen würden heute wahrscheinlich in ähnlicher Weise uns die Wirklichkeit vor Augen führen, dass der Tod eine Realität unseres Lebens ist und dass der Kampf- und Kriegsmodus möglicherweise nicht der ist, der uns helfen kann, mit dem Virus und den Gefahren und den Bedrohungen unseres individuellen kollektiven Lebens auch in gewisser Weise gelassener, entspannter, ruhiger, sorgender zu leben. Ich beobachte, dass das Coronavirus, sage ich jetzt mal stellvertretend für das gesamte Phänomen, dazu geführt hat, dass der Tod eben verbissen mit zusammengebissenen Zähnen bekämpft und eben auch beschwiegen wird. Die Politik ist eigenartig todesstumm gewesen, vielleicht ist sie es immer noch. Sie schweigt fast tödlich. Sie scheint den Tod zu verstecken hinter Verlaufskurven, Inzidenzien und offeriert in gewisser Weise mathematisiert oder algorithmisiert in Zahlen, in Skalen, in Säulendiagrammen. Es gibt kaum Gesichter, kaum Schicksale, kaum Lebensgeschichten, von denen erzählt und berichtet wird. Heute lese ich in der Zeit, der Hamburger Wochenzeitung, auf der Titelgeschichte, dass in Deutschland am Sonntag zwei große Gedenkfeiern, ein Gedenkgottesdienst und eine säkulare Feier stattfinden in Berlin, um der 80.000 Corona-Toten zu gedenken. Und die Titelgeschichte ist aufgemacht in der Erinnerung an die Schicksale, die keine Einzelschicksale waren, dass Menschen, gerade auch ältere Menschen, in institutionalisierten Versorgungszusammenhängen gestorben sind, ohne Nähe, ohne Berührung, ohne Begleitung. Es wird die Geschichte einer Geschäftsführerin einer Reha-Klinik erzählt, die
gleichzeitig mit ihrem Mann Corona infiziert war. Und ihr Mann, der Gesundheitszustand ihres Mannes verschlechtert sich. Er muss mit dem Notarztwagen geholt werden. Sie drängt darauf, mitfahren zu dürfen, darf es nicht. Er kommt auf die Intensivstation. Sie wird abgewiesen und darf nicht bei ihm sein. Ihr wird verboten, den verstorbenen Mann, den Leichnam aus Hygienegründen nicht mehr zu sehen. Wir wissen alle, dass solche Situationen geschehen sind. Der italienische Philosoph Agamben hat gemeint, wie konnte das passieren, dass die Älteren einsam, unbegleitet, ungetröstet, gestorben sind, unberührt, dass kein Abschied, keine Berührung möglich war, dass etwa in den deutschen stationären Hospizen sterbende Menschen aufgenommen wurden mit der Auflage, in Quarantäne zu gehen und praktisch in der Quarantäne gestorben sind, ohne dass sie noch irgendwelche normalen Kommunikationen und Beziehungen zu den ihnen nahestehenden Personen entwickeln konnten. Wenn ich das nochmal mir selber und Ihnen versuche zu vergegenwärtigen, dann spüre ich eine gewisse Enttäuschung in einem ganz tiefen Sinne, weil ich das Gefühl habe, dass ich mich fundamental getäuscht habe. Seit 40 Jahren haben wir auch in Österreich eine Hospizbewegung. Wir haben eine sehr atemberaubende Entwicklung in der Palliativcare, in der Palliativmedizin. Wir haben gelernt, auch in Österreich, dass wir anders reden und sprechen über das Sterben, über den Tod, dass wir mit den Sterbenden sprechen. Wir haben gelernt, dass Sterbende nicht tot sind, sondern dass wir mit ihnen in Beziehung treten können, dass sie oft genug uns auch zu verstehen geben können, was sie brauchen, was sie wünschen, was sie nicht wollen. Wir haben gelernt, dass Dasein und Dableiben und in Beziehung zu bleiben etwas sehr, sehr Wichtiges ist, nicht nur im ganzen Leben, sondern verdichtet und zugespitzt in der letzten Lebensphase. Es war sicherlich die Hospizbewegung in Österreich auch, die in einer sehr fundamentalen Weise so etwas aufgebracht hat wie eine Thematisierungsleistung. Die Hospizbewegung ist ja eine soziale Bewegung, die wie andere soziale Bewegungen ein neues Thema in diese Gesellschaft gebracht hat. Auch wenn dieses Thema uralt ist, das Sterben und der Tod, hat die Hospizbewegung es geschafft, dass wir über und mit den Sterbenden sprechen, dass diese Themen nicht mehr länger tabuisiert sind und dass sozusagen auch die Zone des Sterbens nicht tabuisiert ist, sondern dass wir wissen, dass es wichtig ist, da zu sein und eine Begleitung und auch eine kompetente, fachliche, medizinische, pflegerische Unterstützung des Linderns und des Tröstens zu ermöglichen. Und vielleicht haben auch Sie sich getäuscht, weil Sie gedacht haben, wir könnten in dieser Gesellschaft anders damit umgehen. Und gerade unter dem Vorzeichen von Corona, von Viren und Pandemien und müssten nicht in die Muster, die traumatisierenden Muster früherer Pandemien zurückfallen. 1348 wird der erste Pesttote in Florenz beklagt. Eine Pandemie ungeheuren Ausmaßes, die in verschiedenen Wellen bis ins 18. Jahrhundert unterschiedlich die europäischen Länder heimsucht. Die Sozialgeschichtler sprechen davon, dass 30 bis 50% der Gesamtbevölkerung an der Pest starb. Ein ungeheuer dramatisches, tiefgreifendes, traumatisches Erleben in der individuellen Auseinandersetzung und vor allen Dingen im kollektiven Bewusstsein.
Bis heute hat sich diese kollektive Traumatisierung auch in unserer Sprache oder in sprachlichen Wendungen erhalten, wenn wir etwa davon sprechen, dass es stinkt wie die Pest oder im schlimmen Fall auch anderen die Pest an den Hals wünschen, dann erinnert das noch sehr vage daran, warum unsere Vorfahren über Jahrhunderte beteten, vor Hunger, Krankheit, Pest und Krieg, bewahre uns, o Herr. Die Pandemie zerstörte in gewisser Weise die sozialen Beziehungen. Boccaccio hat dies für die Stadt Florenz in einer dramatischen Weise beschrieben, dass die Eltern ihre Kinder alleine ließen, Freunde voreinander flohen und eine große Zerrüttung und ein Zerbrechen der sozialen Beziehungen zu beobachten war, nach dem Motto, rette sich, wer kann. Und die Menschen sozusagen ihr eigenes kleines Leben versuchten in Sicherheit zu bringen, die es gar nicht gab. Man wusste nichts von den Infektionswegen, man hatte keine Interventionsmöglichkeiten. Es gab in gewisser Weise nur so etwas wie die Möglichkeit, sterbenden Pestkranken, und das Sterben zog sich ja nicht über eine längere Zeit hin, sondern passierte buchstäblich plötzlich und unerwartet, irgendwie noch rudimentär zu versorgen. Aber das Stichwort aus diesen Zeiten ist die Traumatisierung der Menschen. Und möglicherweise gibt es auch in Corona-Zeiten genau diesen Effekt auch der Traumatisierung. Also in einigen ersten Reflexionen auf diese Zeit wird darauf hingewiesen, dass die erste Welle tatsächlich so etwas ausgelöst hat wie eine Schockstarre. Sie erinnern sich ja vielleicht daran, dass Ostern vor einem Jahr auch die Kirchen weithin die Überzeugung teilten, man muss aus Hygienegründen die Passionsliturgien und die Osterliturgien ausfallen lassen. In diesem Jahr hat man sich Gott sei Dank, würde ich sagen, daran erinnert, dass, wenn auch nur in kleiner Weise, ja, es wichtig ist und das konstituierende Element auch der christlichen Tradition, dass der Gottesdienst, ja, als sichtbares Zeichen der Bezogenheit aufeinander und auf Gott irgendwie Realität und realisiert werden muss. Es hat ja in der Geschichte der Kirche nie eine Zeit gegeben, wo man in gewisser Weise die Gottesdienstfeiern ausgesetzt hat. In den Christenverfolgungen des ersten Jahrhunderts ist man in die Katakomben Roms hinabgestiegen. In Kriegszeiten hat man miteinander sich getroffen, um zu beten, und auch in Pandemien hat das Gebet und der Gottesdienst immer einen Ort gefunden. Es gehört mit zu eigentlich den erschütternden Selbsterkenntnissen der Kirche, dass sie meines Erachtens in diesem Punkt ihre eigene Aufgabe zu stark relativiert hat, sage ich mal ganz vorsichtig, und dass sie jetzt Gott sei Dank bei diesem Osterfest und diesem Liturgie, den Karliturgien, doch entschieden hat, wie wichtig es ist, sich in diesem Kontext auch des Lebens, Leidens, Sterbens und Auferstehens Jesu zu erinnern und zu vergegenwärtigen, weil diese Liturgien ja in einzigartiger Weise etwas thematisieren, worum es in den Corona-Zeiten und in unserer Corona-Gesellschaft geht. Ja? Sich nämlich hineinzuversetzen in das Leiden, um in der Lage zu sein, auch Mitleidensfähigkeit, Mitgefühl, mit Sorge zu entwickeln. Ja, die ganze mittelalterliche Kirchenikonografie lebt ja davon, sozusagen die Bilder der Passion von Gründonnerstag über den Karfreitag bis hin zur Auferstehung in Altarbildern und in Fresken und Deckengemälden sichtbar zu machen, in Wandgemälden. Diese Passion hatte gerade in einer Kultur der Analphabeten die wichtige Funktion, als Bibel der Armen, als Biblia Pauperum, Identifikation und Kompassion zur Passion
zu wecken und mit Leidenschaftlichkeit auszulösen. Das war sozusagen immer der Versuch der Kirche, in den schweren Zeiten, in der brutalen, unbarmherzigen, harten Auseinandersetzung mit der Wirklichkeit des Todes, Sprachfähigkeit und auch Handlungsfähigkeit sicherzustellen. Ich denke, es hat auch bei uns in diesen Zeiten, ja, vielleicht in allen mitteleuropäischen Ländern, und sprichwörtlich wurden ja die Bilder aus Italien, wo mit großen Militärwagen Kolonnen praktisch die Särge der den verstorbenen Corona-Toten abtransportiert wurden, zu den Bildern einer Pandemie, die in schrecklicher Weise auch sich fast traumatisch und wie ein Mehltau auf die Gesellschaft und auf die Seelen der Menschen gelegt hatte. Vielleicht sind wir dabei, auch in Corona gewisse Erfahrungen als traumatisch zu identifizieren. Und das ist ja immer wieder ein Punkt, warum es so schwer fällt, mit dem Sterben und dem Tod umzugehen. Vielleicht kann man das gar nicht von der Politik erwarten, aber wir, die wir in gewisser Weise als Bürger und Bürgerinnen auch konfrontiert sind, in der Unmittelbarkeit unseres privaten, familiären oder freundschaftlichen Lebens, sollten irgendwie vielleicht darüber nachdenken, wie wichtig es ist, das, was praktisch in Corona-Zeit mit uns passiert, auch zu verstehen und durchzudenken und durchzufühlen. Ich erinnere daran, dass es auch gar nicht so einfach war, in Österreich über das Sterben und den Tod zu sprechen. Wir hatten in den 70er Jahren eine und in den 60er Jahren vielleicht noch viel stärker eine Wirklichkeit, wo der Umgang mit den Sterbenden darin bestand, sie zu umgehen. Sterbende wurden, wir haben eine große Forschung dazu gemacht, auch in Deutschland, abgeschoben. Sie galten als austherapiert. Sie wurden in Badezimmern ausgelagert, in Abstellkammern hatten sie ihren letzten Atemzüge zu tun. Die 70er Jahre waren eine Zeit der Erfolgsorientierung einer immer spezialisierteren und auch erfolgreichen Medizin. Ich erinnere nur an die damals entstehende Intensivmedizin, an die Transplantationschirurgie. Wir haben Texte von renommierten Onkologen, also Krebsforschern und Krebsärztinnen gefunden, die schreiben, wenn die Krebsforschung so weitergeht, wird im Jahr 2000 niemand mehr an Krebs sterben. Und Sie wissen alle, dass etwa 25% der österreichischen Tode durch tumorbedingte Erkrankungen hervorgerufen werden. Also die 70er Jahre, eine Zeit, wenn man so will, der Euphorie, der Erfolgsorientierung, der Vorstellung des gesellschaftlichen Gefühls, wir haben keine Grenzen, wir können die Grenzen überwinden, ja, und gleichzeitig hieß das immer, dass diese gesellschaftliche Stimmung natürlich für die Konfrontation mit der Grenze, der Tod ist die definitive Grenze gesellschaftlichen und individuellen Lebens, eigentlich keinen Blick hat und keine Aufmerksamkeit. Und da in dieser Zeit entsteht Widerstand, Unruhe. Es sind vor allen Dingen engagierte Ärzte, es sind engagierte Seelsorgerinnen im Krankenhaus, die die Art und Weise, wie dort mit Sterbenden umgegangen sind, anklagen, die das als unwürdiges Sterben brandmarken. Und es gibt Aufmerksamkeiten, die dann in den 80er Jahren sich übersetzen in die Suche danach, wie ist eine Alternative, ein menschenwürdiger Umgang mit dem Sterben und den Sterbenden möglich. Sie erinnern sich vielleicht noch an die Ende der 80er Jahre,
an die sogenannten Patientenmorde im Krankenhaus Lainz, wo Hilfspflegekräfte aus Barmherzigkeit, aus Mitleid, wie sie vor Gericht sagten, über 39 Bewohnerinnen, ältere Menschen getötet hatten. Und Lainz in Anführungszeichen wurde so zum Ausgangspunkt der österreichischen Hospizarbeit und Hospizbewegung mit dem Impuls, was können wir eigentlich tun und was muss in Österreich getan werden, dass wir mit den Menschen in der letzten Lebensphase, den anderen, die uns in gewisser Weise vorausgehen und uns mit unserem eigenen Lebensende dadurch konfrontieren, wie können wir damit menschlich angemessen, würdig, würdigend und fachlich kompetent umgehen. Und wir stehen sozusagen in dieser Entwicklung jetzt in der Corona-Gesellschaft, die uns vielleicht auch diese Frage aufwirft, was heißt es unter den Bedingungen der Infektion, der Pandemie, der Möglichkeit oder Wahrscheinlichkeit, dass ein Ende so schnell nicht in Sicht sein wird, dass wir lernen werden müssen, mit Viren zu leben, mit den Mutanten zu leben und dass wir lernen werden müssen, wie wir mit dem Sterben und dem Tod umgehen, konfrontiert werden und dass wir uns vielleicht nicht mehr in die Situation der Schockstarre, der Traumatisierung begeben, sondern vielleicht lernen könnten, einen anderen Weg, einen anderen Modus zu finden, damit umzugehen und auch in gewisser Weise Rückmeldungen oder Interventionen zu denen zu geben, die sozusagen politisch einen Rahmen abstecken, der bezogen auf den Umgang mit den Sterbenden alles andere als freundlich, menschlich, humanitär ist. Ich erinnere an eine zweite große kollektive Traumatisierung, die vor allen Dingen in den 50er und 60er Jahren des letzten Jahrhunderts spürbar und mächtig geworden ist. Es konnte in Österreich in den 50er und 60er Jahren auch deshalb nicht über Sterben und Tod gesprochen werden, weil die langen und schweren Schatten der deutsch-österreichischen nationalsozialistischen Vergangenheit auf diesem Land und auf den Seelen der Menschen lagen und lasteten. Es war die Erinnerung an Millionen von Toten an den kriegerischen Fronten, in der Zivilbevölkerung, an 6 Millionen ermordete jüdische Mitbürgerinnen, an über 200.000 ermordete Menschen, deren Leben von den Nationalsozialisten als lebensunwert etikettiert wurde, weil sie krank, beeinträchtigt, behindert, erblich vorbelastet oder einfach als verrückt galten. Diese Verbrechen, diese unfassbare Brutalität der Tode und des Mordens, hatte in den 50er und 60er Jahren sowohl in Deutschland als auch in Österreich zu einem eisigen Schweigen geführt. Man konnte darüber nicht sprechen. Man war in gewisser Weise ja kollektiv traumatisiert, belastet mit Schuld- und Schamgefühlen. Und es hat irgendwie 2,5 Jahrzehnte gebraucht, bis das langsam sozusagen über die Reflexion der Gefühle, über die Auseinandersetzung mit der eigenen Familiengeschichte, mit der kollektiven Geschichte der Nationen, so etwas wie eine Stimmung und Haltung entstand, dass nur über die Durcharbeitung dieser Scham- und Schuldgeschichte es möglich ist, auch über Sterben und Tod zu sprechen. Ich erinnere mich an eine Veranstaltung mit Leopold Rosenmeier, dem Soziologen und großen Altersforscher, der in gewisser Weise die Gerontologie in Österreich und international auch mit etabliert hat, der auf die Frage, er hatte sich ja sehr stark dafür eingesetzt,
das Alter nicht als eine einzige Abwärtsentwicklung und Abwärtsbewegung zu sehen, sondern im Alter Potenziale, Möglichkeiten, Produktivitäten, ja, neue Perspektiven zu sehen und das Alter nicht in den Schablonen sozusagen des Endes und der Unproduktivität irgendwie zu stanzen. Und er wurde gefragt, warum er eigentlich das Thema Sterben und Alter nicht anspreche und diesen Zusammenhang nicht herstellt. Und ich erinnere mich, das war in der Donau-Uni in Krems, da sagte er, wissen Sie, ich war im Zweiten Weltkrieg Soldat. Ich habe so viele Menschen sterben gesehen, dass ich eigentlich, als ich aus dem Krieg zurückkam, nichts mehr von Sterben und Tod wissen wollte. Und ich habe das gut verstanden und verstehe es bis heute eigentlich gut, dass die Generation unserer Eltern und Großeltern eigentlich abschließen wollte mit dem Thema, mit dem Tod und auch den Verbrechen und den Morden und das, was sie erlebt hatten und erlitten hatten auf der Flucht zu Hause oder auch in den kriegerischen Auseinandersetzungen oder als Mitbeteiligte an systematischen Ermordungen. Und gleichwohl ist praktisch diese Haltung des Vergessens und Verdrängens keine gewesen, die dazu geführt hat, mit Menschen, mit denen wir leben, dann auch wieder menschlich umzugehen. Es braucht die Auseinandersetzung, es braucht die Erinnerung, es braucht das Gespräch darüber, es braucht möglicherweise eben auch die Tränen darüber, die Trauer und Traurigkeit über das, was man schmerzhaft versäumt hat, wofür man nicht eingestanden ist oder wo man im Grunde auch zutiefst betroffen und verletzt war, weil der beste Freund neben einem weggeschossen wurde, wie mein Vater das erzählt hat, wenn er in den wenigen kargen Mitteilungen sozusagen über die Ängste seiner Zeit als Soldat im Zweiten Weltkrieg gesprochen hat. Sonst redete man ja eigentlich nur heroisch und in gewisser Weise im Kampfmodus. Ich denke, dieses tiefe Trauma, das mindestens die Generation unserer Eltern und Großeltern, also der Jahrgänge, die jetzt in den alten Pflegeheimen, in den Langzeiteinrichtungen sind und auf ihren Tod warten, dass diese Erinnerungen wichtig sind, um für uns auch einen Umgang zu finden mit den traumatischen Erlebnissen und Erfahrungen, die in der Corona-Zeit sichtbar geworden und fühlbar geworden sind. Wir haben nach dem Krieg Jahrzehnte gebraucht, um darüber zu reden. Ich denke, wir sollten jetzt in Corona nicht auch wieder uns zu lange Zeit nehmen, um über das zu reden, was uns erschreckt, was uns entsetzt, was uns im Umgang mit unseren Familienangehörigen und Mitgliedern, die von der Krankheit betroffen sind, oder den Mitbürgern, die daran gestorben sind, bewegt und beschäftigt. Das heißt, wir brauchen eigentlich das, womit die Hospizarbeit auch vor 40 Jahren begonnen hat. Nämlich das Gespräch, den Austausch, das Erzählen der Erfahrungen, die wir machen im Umgang mit den Kranken, den Sterbenden und den Verstorbenen. Cicely Saunders, die Begründerin der modernen Hospizbewegung, ist immer wieder zeitlebens gefragt worden, was ist das eigentlich, das Hospiz? Und dann hat sie war ja bekannt für sehr elementare und eben nachhaltige Sätze, ganz einfach gesagt, Hospiz ist zuhören. Hospice is listening. Sie wurde gefragt, was habt ihr da eigentlich besonders gemacht? Und dann hat sie gesagt, wir haben nichts anderes gemacht, als den Sterbenden zuzuhören. Und die Herausforderung besteht darin, to keep on listening, weiter zuzuhören. Das mag zunächst einmal ganz banal klingen, aber ist im Grunde genommen eine elementare Lösung oder ein elementarer Ausweg aus der Situation der Erstarrung und der Traumatisierung. Zuzuhören,
sich in Zusammenhänge zu begeben, in denen mir zugehört wird. Denn sobald ich eine Zuhörerin oder einen Zuhörer habe, bin ich selber in der Lage zu erzählen, was mich bewegt, was mich beschäftigt, was mich zu innerst irgendwie umtreibt, welche sind und was ich eigentlich mitteilen möchte. Ohne eine Zuhörerin führe ich Selbstgespräche und werde wahrscheinlich in unserer Gesellschaft auf kurz oder lang psychiatrisch irgendwie als auffällig etikettiert. Die Zuhörende ist sozusagen die Ermöglicherin meiner eigenen Erzählung. Und indem ich mich selber in meinen Gefühlen, Gedanken, in den Ängsten und Hoffnungen, in den Zweifeln, Fragen und Antworten thematisiere, ermögliche ich dem anderen, der anderen, Anteil zu nehmen an meinem Leben und an dem, was mich beschäftigt und auch an meinem Leiden. Der koreanische Philosoph Byung-Chul Han hat neulich eine sehr schöne Aufmerksamkeit auf dieses Phänomen des Zuhörens und Erzählens gelegt. Er sagt, im Grunde ist das Zuhören eine politische Haltung. Das fand ich sehr aufregend. Das hatte ich so noch nicht gehört. Ich hatte immer gedacht, ja, Zuhören ist sozusagen die Geste, die Haltung, sich in menschliche Interaktion und Beziehung des Verstehens, der Freundschaftlichkeit, der Liebe zu begeben. Byung-Chul Han sagt, Zuhören ist politisch. Was ist daran politisch? Er sagt, im Zuhören ermögliche ich dem anderen, sich mitzuteilen. Und ich habe Anteil am Leben und am Leiden des anderen als Zuhörerin. Und entreiße sozusagen dieses Leiden und diesem Leben der radikalen Privatisierung, die sehr charakteristisch ist für unsere neoliberale kapitalistische Gesellschaft. Das Leiden, das Sterben, die Fragilität, die Verwundbarkeit, die Verletzlichkeit, die Endlichkeit, die Unproduktivität des Sterbens werden in gewisser Weise eliminiert. Und Byung-Chul Han sagt, das ist im Zuhören ein Widerstandsgestus, ein politischer Gestus, weil er eigentlich das Leiden öffentlich macht, wenn auch in einer kleinen Öffentlichkeit. Zuhören und erzählen und dadurch ein Gespräch entwickeln. In der alten griechischen Philosophie, bei Aristoteles kann man lesen, dass das Gespräch im Grunde die Basis der gesamten Gesellschaft ist. Das Gespräch begründet die Freundschaftlichkeit der Menschen miteinander, weil das Gespräch immer geöffnet ist, auch auf Dritte hin. Auch die Freundschaft ist kein Duett, kein Tandem, was sich sozusagen ineinander verkantet, sondern Freundschaft ist offen für andere, für das Gemeinsame, für die Gemeinschaft, für die Polis. Und Aristoteles begründet eigentlich das Gespräch als die fundamentale Bedingung der Freundschaft, der Freundschaftlichkeit und des Miteinanderlebens und Miteinandersorgens in der gemeinsamen Polis, in der gemeinsamen politischen Arena und politischen Öffentlichkeit. Diese drei Figuren, das Zuhören, das Erzählen und das Gespräch, das die Freundschaft und die Gemeinschaft begründet, sind wahrscheinlich auch jetzt in Corona-Zeiten wichtige Haltungen, Übungen oder vielleicht auch Beziehungs- und Kommunikationsweisen, wie es uns gelingen kann, über das, was wir erleben und womit wir konfrontiert sind, in Berührung zu bleiben und es durchs Erzählen und Aussprechen und Gesprächsweise vertiefen, auch aushalten und ertragen zu können. Ich denke, es ist ja kurz angedeutet worden von Erhard Lesacher, dass wir interessanterweise oder auch vielleicht symbolisch in fürchterlicher Weise in Corona-Zeit konfrontiert worden sind mit den zwei Höchstgerichtsurteilen, dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts in Deutschland am 26. Februar 2020 und dem Urteil des österreichischen Verfassungsgerichtshofs am 10. Dezember des letzten Jahres,
die beide im Fokus sozusagen die Straffreiheit der Suizidassistenz verkündet haben. Also ein Urteil, was in radikaler Weise die Autonomie der Menschen betont, eine sicherlich sehr zentrale und auch wichtige demokratische Figur, dass wir als Bürger und Bürgerinnen Freiheits- und Persönlichkeitsrechte haben, über uns selber bestimmen zu können. Und beide Gerichte gehen ja so weit zu sagen, man kann nicht nur die Bürger und Bürgerinnen können nicht nur über ihr Leben selbst bestimmen, sondern auch über ihr Sterben verfügen. Und deshalb muss die Gesellschaft Maßnahmen ergreifen, dass den Menschen die Möglichkeit gegeben wird, dass ihnen assistiert wird, wenn sie zu der Entscheidung und zu der Willensübereinkunft kommen, sich selbst töten zu wollen. Zwei Urteile, die in dramatischer Weise, glaube ich, uns in den nächsten Jahren beschäftigen werden in dieser Gesellschaft, in beiden Gesellschaften. In Deutschland herrscht ja seit Anfang des Jahres eine leidenschaftliche öffentliche Debatte darüber. Und es geht auch in dieser Debatte um diesen zentralen Fokus. Wie wollen wir in dieser Gesellschaft leben? Wollen wir in gewisser Weise die Autonomie, die Selbstinterpretation oder lassen Sie mich das anders sagen, die Selbstoptimierung des Menschen auch dahingehend zulassen, akzeptieren, achselzuckend hinnehmen, dass Menschen für sich selbst keinen anderen Weg sehen, als über Suizidassistenz aus dem Leben zu scheiden? Oder wollen wir in eine Gesellschaft oder uns für eine Gesellschaft engagieren, in der die Sorge füreinander, auch umeinander, in der der Gesprächsfaden auch zu Menschen, die keine Wege oder kein Licht sehen, nicht abreißen darf? Wir sind ja eigentlich bis dato auch in Österreich eine Suizidpräventionsgesellschaft. Wir haben über Suizidprävention, über Telefonseelsorge, über Krisenintervention doch jahrzehntelang die Hoffnung aufrechterhalten, es ist besser zu ringen, im Gespräch, im Kontakt zu bleiben, die Nabelschnur des Telefons, wie man früher in der Telefonseelsorge werbend verkündete, aufrechtzuerhalten, um Menschen von dieser Entscheidung oder diesem Entschluss abzubringen, um ihnen eine andere Perspektive zu geben, um mit ihnen in Kontakt, in Beziehung zu bleiben. Dieser gesellschaftliche Konsens, dass es besser ist zu leben, als sich über Suizid zu töten, ist in gewisser Weise durch das Höchstgerichtsurteil, wie ich finde, aufgelöst oder in Frage gestellt. Natürlich auch mit der philosophischen Begründung, ja, dass die Autonomie eine so radikale ist, dass diese Autonomie durch nichts relativiert werden kann. Auf der anderen Seite steht die große Idee der Hospizbewegung oder auch ein tieferes Verständnis, was wir auch in unserer jüdisch-christlichen Tradition lebendig halten, dass der Mensch autonom ist, aber Autonomie in Beziehungen, in Relationen zu anderen zu verstehen ist. Wir sind als Menschen in gewisser Weise zeitlebens angewiesen und verwiesen auf andere. Wir können gar nicht leben, ohne dass es andere gibt, die in Beziehung, in Interaktion mit uns ermöglichen, die zu sein, die wir sein können. Die Autonomie ist in gewisser Weise kein Gegensatz zu unserer Bezogenheit, zu unserer Beziehungsfähigkeit, zur Relationalität mit anderen, sondern die Beziehungen zu anderen ermöglichen uns, uns selbst zu interpretieren, ja, und uns selbst auch verantwortlich unser Leben in die Hand zu nehmen und unser Leben zu gestalten. Für diese Figur der Relationalität oder der Sozialität des Lebens und der Sozialität des Sterbens gibt es in der Care-Ethik ein sehr starkes Bild.
Die Care-Ethik, also die Sorge-Ethik, erinnert daran, dass wir fundamental, und dafür wird das Bild des kleinen, frisch geborenen Kindes in seiner Bezogenheit auf die Mutter verwendet, dass wir immer wieder Phasen unseres Lebens haben, wo wir ohne diese radikale, sorgende, fürsorgende, absichtslose Sorgehaltung von anderen eigentlich nicht existieren und nicht leben könnten. Wenn sich seit einiger Zeit in unterschiedlichen Ländern weltweit so etwas wie eine Bewegung erkennen lässt, die sich unter der Fahne der Caring Community, der sorgenden Gesellschaft darum kümmert, zu fragen, wie wollen wir eigentlich miteinander leben? Wie kann eine Gesellschaft aussehen, in der einem das Schicksal der anderen nicht gleichgültig ist, in der es wichtiger ist, miteinander in Beziehung zu sein, Interesse füreinander zu haben, Aufmerksamkeiten zu entwickeln, erst recht in den Krisenzeiten, in den Fragilitäten und Vulnerabilitäten des Lebens. Und es ist ganz interessant zu sehen, dass diese Bewegung ihren Ausgang genommen hat in London, in jenem Hospiz, das St. Christopher's Hospiz, das Cicely Saunders gegründet hat, weil eine Idee der Hospizarbeit immer darin bestand, das Hospizliche auch in die Gesellschaft hinein zu übersetzen und Impulse zu geben, wie jeder Mann und jede Frau eigentlich mit Sterben und Tod umgehen kann. Und die Idee der Sorge oder der Compassionate Cities, der mitleidenschaftlichen Städte, ein Buchtitel von Helen Keller, der interessanterweise diesen uralten Begriff der Kompassion modernisiert und die Frage stellt, wie kann in einer Millionenstadt oder zig Millionen Stadt wie London so etwas entstehen wie ja, eine Sorge füreinander und eine Sorge miteinander und ein gesellschaftliches Klima, in dem man miteinander ringt um Wege des Lebens und Möglichkeiten der Verantwortung, Mitverantwortung, die man miteinander teilt. Ich sehe darin eine sehr hoffnungsvolle Perspektive und die Perspektive begründet sich eben auch darin, dass eine andere Haltung, eine andere Einstellung zum Tod praktiziert wird. Der Tod, der nicht mehr bekämpft werden kann, gegen den man keinen Krieg führen kann. Man kann ihn natürlich führen, aber man wird ihn nicht gewinnen. Sondern der Tod, der als eine Realität unseres Lebens da ist und da bleibt, ja, mit dem man möglicherweise besser Frieden schließt. Und dass dieser Friedensschluss mit dem Tod, die Beruhigung der Angst vor dem Tod, der Schlüssel dafür ist, eine Praxis der Sorge und des Mitsorgens miteinander zu üben. Es gibt bei der Caritas Socialis im Rahmen des Hospizes ein sehr schönes Plakat, wo eine krebskranke Hospizpatientin gezeigt wird. Und links, sie liegt in der Badewanne, sie lächelt, sie ist ganz friedlich. Man hat das Gefühl, sie wird in Ruhe sterben. Und links oberhalb in diesem Plakat steht das wunderbare Wort Hospice, Frieden. Natürlich hat Hospice etymologisch nichts mit Hospiz zu tun. Wir wissen, Hospiz kommt aus dem Lateinischen Hospitalitas, Hospitium, die Herberge, Hospitalitas ist die Gastfreundschaft. Aber diese irritierende Kreation, ja, das Hospiz als ein Ort des Friedens, in dem der Tod nicht bekämpft wird, in dem man keine kriegerische Auseinandersetzung führt, sondern in dem man Frieden schließt mit dem Tod und dadurch auch Frieden schließt mit sich selbst und seinen Mitmenschen, ist in gewisser Weise das Leitbild einer hospizlichen Gesellschaft der Sorge, die gründet in dem Interesse am anderen, in der Offenheit des Zuhörens, in der Möglichkeit des Erzählens und des Gesprächs über das, was einen zutiefst bewegt, was einen ängstigt, wo im Gespräch selber eine Perspektive, eine Gemeinsamkeit auch
für das Leben unter sehr schwierigen Bedingungen auftauchen kann. Ich danke Ihnen sehr für Ihre Aufmerksamkeit. Andreas Heller, vielen Dank für diesen Gedankenbogen, der die Komplexität dieses Themas Sterben, Sorge, Tod, Verdrängung und so weiter abgedeckt hat. Das sind Themen, die uns alle sehr persönlich auch angehen, insofern Themen, in die wir involviert sind. Ja, die Erleuchtung kommt jetzt nicht erst durch das elektrische Licht, sondern die ist auch durch deine Worte schon bis zu uns gedrungen. Ja, ich habe schon am Anfang gesagt, bitte Fragen primär in den Chat. Wer möchte, kann sich auch dann freischalten und auch mit Kamera und Mikro sich einbringen. Ich sehe eine erste Frage, eben das Verfassungsgerichtsurteil vom 10.12. Es wäre interessant zu wissen, welcher der Richter, Richterinnen genau wie argumentiert hat und wie abgestimmt hat. Das war ja auch eine Diskussion, ob das publik gemacht werden soll. Es wurde entschieden, nein. Ich nehme an, du weißt jetzt da auch nicht nähere Details über die Diskussion im Verfassungsgerichtshof. Mikro, bitte. Nein, natürlich nicht. Da ist der Verfassungsgerichtshof wasserdicht. Man kann natürlich mutmaßen, dass im Verfassungsgerichtshof unter den Richtern die Argumentationslinien, wie sie seit einigen Jahren schon sowohl in der medizinethischen Debatte als auch in der Palliativ-Care-Debatte als auch in den philosophischen, auch sozialwissenschaftlichen Debatten geführt werden, irgendwie versammelt worden sind. Und dass natürlich auch das Urteil, dass das deutsche Bundesverfassungsgerichtshofs nicht unbekannt war in Österreich und dass wir hier natürlich eine Linie der Argumentation haben, die sehr neuzeitlich, eigentlich in Deutschland ist das sehr heftig kritisiert worden, eine radikale Überhöhung des Autonomieverständnisses zugrunde gelegt hat und eigentlich ein gesellschaftliches Bild der, ich würde auch sagen, radikal individualisierten Gesellschaft. Und das ist natürlich dieser Kontext, der ist, also ich habe gerade einen Beitrag geschrieben, wo ich zu diesem Urteil des deutschen Gerichts kommentierend Stellung nehme und habe ein bisschen pointiert geschrieben, das Auge des Verfassungsgerichtsurteils oder des Verfassungsgerichts ist blind auf der sozialen Linse. Ja. Es ist sehr stark ausgebildet und sieht sehr scharf, was die Autonomie und die Individualität menschlicher Existenz angeht, aber sie ist blind, was die Sozialität des Lebens und die Sozialität des Sterbens angeht. Und ich begreife Sterben wesentlich als einen sozialen Prozess. Und das ist ein Prozess der Interaktion und auch der Beziehungsaufnahme. Und das ist natürlich in dem Urteil radikal in den Hintergrund getreten, muss man sagen, weil die Folgen sind weitgehend solche, die die Gesellschaft als Ganzes angehen werden. Ja. Etwa die Frage, wie verlässlich sind die Ärzte? Ja. Bislang hatten wir einen gesellschaftlichen Konsens, dass die Ärzte heilen, lindern, trösten, aber nicht töten. Ja. Und dass sie auch keine Assistenz für Tötung lernen. Ja. Und dass sie, die Medikamente sind übrigens in Deutschland gar nicht gesetzlich zugelassen. Ja. Tötungsmedikamente, die muss man aus der Veterinärmedizin nehmen. Aber das nur in Parenthese. Und wir haben fürchterliche Berichte aus den Niederlanden, wo es eine Bewegung gibt von Bürgern und Bürgerinnen, die eine Plakette am Hals tragen, auf der steht, mach mich nicht tot, Doktor, weil es im Rahmen der Euthanasiegesetzgebung immer wieder vorkommt, dass Menschen, die etwa komatös eingeliefert werden, von Ärzten getötet werden, ohne deren Zustimmung, ja. Und es gibt sowohl eine Flucht über die Grenze nach Deutschland als auch diese Selbstverteidigungsbewegung, wenn man so will, unter dem Fahne, mach mich nicht tot.
Was man daraus lernen kann, ist, dass die Ärzte eigentlich gut beraten wären, auch in Österreich, sich lange, lange zu überlegen und lange, lange zu zögern und sehr viel Irritation aufbringen müssten, bevor sie sich bewerben dafür, dass sie die Besten sind, medikamentensicher, kommunikationskompetent, patientennah, die eigentlich in der Lage sind, die Assistenz zur Selbsttötung der Patienten zu praktizieren. Also ich würde, die Deutsche Bundesärztekammer konferiert gerade dazu. Ich würde den Ärzten dringend raten, diesen Vertrauensbruch, der in der Gesellschaft unmittelbar passieren würde, nicht zu riskieren und auf jeden Fall nicht sozusagen mit beherztem Schritt, wie das bei einigen Ärzten in Deutschland zu beobachten ist, sich in die neue Rolle des Suizidassistenten zu begeben. Der Assistent ist ja lateinisch der, der herantritt. Ja, aber er möchte dann herantreten, um das Ganze auch zu besetzen. Es gibt einige Publikationen von Ärzten, die sich in einer Weise empfehlen für dieses Assistenzmonopol, dass mir es kalt den Rücken runterläuft. Ja. Also da würde ich mir mehr innehalten, mehr Zögerlichkeit, mehr Reflexion auf diesen Widerspruch im Arztethos und dem, was dann kommt, wünschen. Ja. Ja. Ungebrochen losgeht. Eine Folgefrage zu dem Thema: Wäre dieses FGH-Urteil nicht ein Aufruf an die Hospizbewegung sowie die Palliative Care, diese auszubauen und mehr anzubieten? Ja, das ist es auf jeden Fall. Wir haben nur natürlich weltweit, seitdem die Hospizbewegung Palliative Care sich etablieren, institutionalisieren, auch finanziert werden durch Gesetzesmaßnahmen, sozusagen auch ein System errichtet worden ist, was alles eine wunderbare Entwicklung ist. Aber auch die Schattenseiten dieser Entwicklung zu sehen, nämlich die Überprofessionalisierung in der Betreuung Sterbender und auch die wachsende Institutionalisierung. Alle Umfragen, die wir seit 40 Jahren haben, mit der Frage, wo wollen Sie sterben, zeigen, wir haben neulich noch eine repräsentative Umfrage in Deutschland gemacht, zeigen, also in Deutschland sagen 4% der Bevölkerung, sie möchten im Krankenhaus sterben. Also man kann sagen, niemand möchte mehr im Krankenhaus sterben. Es ist der Unort des Sterbens, schlechthin, weil er wesentlich mit Fremdbestimmung assoziiert wird. Ja, das wissen wir. Die Mehrheit der Leute in Österreich wie in Deutschland will zu Hause sterben. Die Mehrheit stirbt aber seit 40 Jahren in institutionalisierten Versorgungszusammenhängen. Es ist nach wie vor offenbar nicht möglich, ein System umzusteuern, ambulant vor stationär, haben wir schon in den 60er Jahren als politisches Credo. Ja. Es ist nicht gelungen, diesen zentralen Wunsch von den meisten Österreicherinnen und Österreichern zu realisieren. Und was wir bräuchten, wäre in der Tat, meines Erachtens, eine sehr fundamentale Neuorientierung. Das wäre das eine im System. Und das andere ist natürlich, mit immer mehr Professionalisierung und Institutionalisierung werden wir kein humaneres Sterben ermöglichen. Es ist ein wesentlich die Aufgabe, denke ich, von Gesellschaft, von sozialen Beziehungen, von Lebenszusammenhängen oder noch konkreter von Familien, die das natürlich alleine auch nicht schaffen werden, von Nachbarschaftlichkeiten, von neuen Arrangements des Lebens, der Solidarität, der Sorge. Das war immer eine zentrale Idee der Hospizbewegung, sie in die Breite und Tiefe der Gesellschaft zu übersetzen. Ja, und wir sind noch in der Phase der Professionalisierung und der weiteren Institutionalisierung. Das wird für die nächsten 20 Jahre nicht gut gehen, allein weil wir das Geld gar nicht haben werden, erst recht nicht nach Corona, um weiter sozusagen hier diesen Ausbau zu finanzieren. Es braucht einen neuen gesellschaftlichen Aufbruch, ja? Eine neue, wenn Sie so wollen, Aktualisierung der Hospizbewegung, die die Breite, die Vielfalt, die Buntheit der Gesellschaft aufnimmt. Die Hospizbewegung ist ja sehr stark aus dem bürgerlichen Milieu entstanden, ja? Und hat es bis heute nicht wirklich gut geschafft, ja, die Pluralität und die Buntheit, die Vielfalt, den Migrationscharakter auch der Gesellschaft in sich aufzunehmen. Und das ist im Augenblick auch eine zentrale Aufgabe, bis dahin, dass es gut wäre, jüngere Generationen zu gewinnen, Schüler, Schülerinnen, Studierende, Auszubildende, die hier
ja, auch in Solidarität mit älteren Mitbürgern Aufgaben der Sorge, der Umsorge, der Mitsorge wahrnehmen. Wir haben viele ermutigende Projekte in diese Richtung. Also die Hospizbewegung jünger, vitaler, bunter, migrationsspezifischer irgendwie zu machen. Und das wäre meines Erachtens die geeignete Antwort auf diese Frage der technokratischen Selbstabschaffung durch Suizidassistenz. Es braucht eine menschliche Lösung, einen menschlicheren Umgang und der nicht sozusagen in der Steigerung der Abschaltungs- und Entsorgungsbereitschaft, gerade auch der älteren Generation, die für sich kein Lebensrecht mehr empfinden und glauben, sie müssten sich für die Jüngeren opfern, indem sie dann sozusagen beschleunigt aus dem Leben scheiden. Denn diesen Mentalitäten, gerade bei älteren Menschen, muss wirklich widersprochen werden. Und Widerspruch heißt, in Beziehung mit diesen Menschen treten, dass diese Selbstabschaffungsbereitschaft nicht grassiert und durch den Druck der ökonomischen Verhältnisse oder durch den sozialen Druck in Familienkonstellationen um sich greift. Ja, Generation war jetzt ein Stichwort für die nächste Frage, bevor wir dann zur Corona-Thematik zurückgehen. Als junger Mensch frage ich mich, ist die mangelnde Demut vor der Endlichkeit des Lebens eine Generationenfrage? Haben die Jungen mehr Mitspracherecht in der Gesellschaft als die Älteren? Ja, das sind ja verschiedene Aspekte. Natürlich haben wir es bislang nicht wirklich geschafft, den Jungen und der jungen Generation ein relevantes Mitspracherecht für die Zukunftsfragen und die politischen Entscheidungen, die sie angehen, irgendwie einzuräumen und das zu ermöglichen. Einfach wirklich meines Erachtens eine Katastrophe, demokratiepolitische Katastrophe, dass die junge Generation, also ich denke jetzt an die 16 bis, was weiß ich, oder noch jünger, bis 25, 30-Jährigen, dass denen die erste Hälfte des Lebens gesagt wird, ihr seid für alles zu jung, und in der zweiten Hälfte sind sie für alles zu alt. Und dass wir keine Mechanismen schaffen, dieser Generation auch tatsächlich Relevanz, für politische, Alltags- und Zukunftsgestaltung einzuräumen. Also die Art und Weise, wie mit Fridays for Future umgegangen ist, politisch, gesamtpolitisch ist irgendwie ja desaströs. Das ist ja auch durch Corona praktisch wieder von der Tagesordnung verschwunden. Ich vermute, es wird etliche Politikerinnen geben in Österreich, die darüber sehr erleichtert sind. Aber die brauchen unbedingt eine Stimmung, eine Stimme. Stimmung haben sie hoffentlich aufrechterhalten. Das andere ist die Frage der Demut. Das ist natürlich eine uralte europäische und christliche Vokabeln, die möglicherweise auch neu interpretiert werden muss. Also das Lebensgefühl, demütig zu sein vor dem Tod, ist eines, was in der Literatur und historisch eigentlich beschrieben wird als die Kumulation, die Verdichtung der Lebenserkenntnis, gerade von älteren Menschen oder von selbst monastischen Selbstreflexionen, ja, dass man irgendwie anerkennt, das Leben ist endlich. Aber ich glaube, es gibt in der jungen Generation ein starkes Bewusstsein für die Zerbrechlichkeit dieser Welt. Vielleicht nicht des individuellen Lebens allein, ja, sondern überhaupt der Zukunft dieser Welt, die ja sehr, was wir auch aus Umfragen wissen, sehr sorgenvoll oder Angstbesetzt gesehen wird, zum Teil auch mit einer großen Hoffnungslosigkeit, ob sich überhaupt noch was ändern kann, also einem Gap von Arm und Reich, die Frage des Klimawandels oder der Klimakatastrophe, muss man das schon fast sagen, ist dort überhaupt noch eine Intervention denkbar, die dieser Generation für die nächsten Jahrzehnte, also die Prognosen gehen ja dahin, dass die Kinder, die in diesem Jahr geboren werden, etwa eine durchschnittliche Lebenserwartung in Österreich haben von 120 Jahren. Und das muss man sich dann vorstellen. Dann sind wir alle schon ganz woanders, nehme ich an. Aber die neugeborenen Kinder haben, sagen wir mal salopp, 100 Jahre vor sich, wenn keine größeren Pandemien und Krisen und Kriege kommen oder andere Katastrophen. Und das sind ja schon Zeiträume, die sich die mittlere Generation der 20-, 30-Jährigen ja,
sorgenvoll irgendwie annähert. Also ich sehe da schon eine Demut angesichts der Situation, vielleicht auch eher Wut und Zorn und Ärger und vielleicht auch Resignation, aber vielleicht weniger eben auf die individuelle Realität des potenziellen Sterbens als vielmehr auf die kollektive Realität des Weltsterbens oder des Sterbens der Welt. Ja, jetzt eben das angekündigte Corona-Thema noch einmal. Wenn ich richtig verstehe, kritisieren Sie den politischen, den virusbekämpfenden Weg. Welchen konkreten Umgang, auch politischen, mit dem Virus schlagen Sie vor? Naja, es gibt, denke ich, die Politik ist derzeit weitgehend im medizinisch-infektiologischen Kampfmodus geblieben. Erkennt, glaube ich, immer mehr, wenn man ein bisschen nachdenkt, aber davon erfährt man ja nichts, dass man von der Erfolglosigkeit der Praxis und des Durchimpfens ja auch zumindest nicht, vielleicht nicht überzeugt, aber doch irgendwie langsam sieht, dass das auf Dauer vielleicht auch nicht die mögliche Lösung ist. Und diese Verbissenheit, diese Härte, diese Unverhältnismäßigkeit im Abschalten einer Gesellschaft, einer Kultur, der Kulturarbeit, der Wirtschaft, ja, das Vernichten sozusagen der Existenz, der Lebensform und Ausdrucksform unserer Kinder und der Jugendlichen, ja, steht meines Erachtens in keinem Verhältnis dazu. Und was wir bräuchten, wäre öffentliche Auseinandersetzung über die Verhältnismäßigkeit der Maßnahmen. Ich denke, die Todesangst ist immer noch so vorherrschend, dass man alle anderen Beziehungen, Güter, Bedeutsamkeiten unseres gesellschaftlichen Lebens eigentlich radikal relativiert. Ja? Und dann noch meint, in einem technologischen Muster, man kann die dann ja wieder hochfahren, ja? Wenn es wieder so weit ist oder wenn die Zahlen sinken. Und ich glaube, wir brauchen eine andere Debatte, die das, was eigentlich zur Disposition steht, ja, was sich zueinander verhält, ja, in offener, fairer, geduldiger und gelassener, hoffentlich auch angstfreierer Weise irgendwie zu diskutieren, in der Lage sind. Mit dem medizinisch-infektiologischen Kampfmuster kommen wir nicht viel weiter, ist meine Prognose. Wir produzieren enormes Leiden in dieser Gesellschaft. Wir produzieren Zerstörung, wir produzieren auch Tod und Tode und soziale Tode, wirtschaftliche Tode, Kindertode. Die Zahl der Suizide unter Kindern hat dramatisch zugenommen international. Also das wird nicht thematisiert, weil die Fixierung so monokausal ist. Und ich denke, der Schlüssel wird sein, die Angst vor dem Tod etwas zu beruhigen. Und damit auch irgendwie gelassener mit dieser Gesamtsituation umzugehen. Und ich habe eben nicht die Hoffnung, dass das jetzt im Sommer vorbei ist. Ja. Ich denke, wir werden mit Viren und Pandemien leben lernen müssen. Ja. Und das können wir nicht, indem wir zugesperrt und abgeschottet werden. Ja. Und das wird auch keine Zukunft haben. Man wartet ja förmlich darauf, dass das irgendwie aufbricht und... Aber wir bräuchten dann andere Verständigungsformen in dieser Gesellschaft. Also auch, warum werden die Jungen, die Schüler und Schülerinnen nicht gefragt, ja, wie sie das handeln sollen? Also es wird von oben dekretiert, Schule auf, Schule zu. Ja. Man kann auch Kindern und Jugendlichen Verantwortung, Einsicht vermitteln. Die haben sie auch. Ja. Auch den Studierenden etwa an unserer Universität. Ja. Es wird im Grunde vom Rektorat dekretiert, rote Ampel, ja, und es finden keine Lehrveranstaltungen in Präsenz, keine Prüfung, gar nichts. Ja. Aber die Studierenden werden auch nicht einmal gefragt, ja, wie sie sich eine Universität unter Corona-Bedingungen vorstellen, welchen Beitrag sie dafür zu leisten bereit sind. Ich habe das online in den Lehrveranstaltungen, ihnen sie Essays schreiben lassen, habe eindrucksvolle Texte gekriegt darüber, wie Studierende bereit sind, nicht nur Mitverantwortung zu übernehmen, sondern auch, sagen wir, das, wenn man so will, das wissenschaftliche Gespräch, den wissenschaftlichen Austausch miteinander zu führen unter diesen Bedingungen. Nicht verantwortungslos, ganz im Gegenteil. Aber wir haben immer noch eine sehr autoritäre
und direktive und sehr lineare Art der Politikführung. Ja, und das ist natürlich meines Erachtens wenig demokratisch. Und das wird auf Dauer bricht es an dem Punkt, an dem wir sind, weil wir brauchen die Mitverantwortung aller, ja, aller Generationen in diesem Zusammenhang. Ja, und die müssten wir irgendwie aktivieren. Und das hat etwas mit einer anderen Form und einem Bild von Gesellschaft zu tun. Also ich nenne das mal eben die Sorgen der Gesellschaft, ja, wo wir irgendwie lernen, dass wir miteinander verbunden sind, dass wir angewiesen sind. Das ist ja die unmittelbare existenzielle Erfahrung im Augenblick. Ich bin angewiesen darauf, dass der andere die andere Rücksicht auf mich nimmt. Also Stichwort Maske. Und umgekehrt signalisiere ich durch meinen Maskenpaar, ich bin bereit, ja, die Verantwortung auf mich zu nehmen, ja, und andere auch zu schützen. Und das ist ja eigentlich ein großartiges Zeichen in gewisser Weise. Aber das muss auch von innen her gefüllt und belebt werden und sich verbreiten. Ja. Und dafür brauchen wir etwas, eine andere Kultur und auch andere Initiativen. Wahrscheinlich kommen die eher von unten. Wenn vorhin die Rede war von der Hospizbewegung, hätte ich schon die Hoffnung, dass das eine Bewegung wäre in unserer Gesellschaft, in der man in dieser Weise versucht, unter den schwierigen Bedingungen menschlicher zu handeln, zu agieren. Ja. Und die Alten nicht wegsperrt und auch nicht mehr isoliert und die Besucher nicht von den Betten wegbewegt. Das hat sich ja Gott sei Dank auch geändert jetzt im Verlauf der Corona-Zeit. Ja, das war sozusagen, da denke ich, auch eine Errungenschaft von vielen, die in dem Bereich sagen, das kann man so nicht machen, das ist unmenschlich, das ist unwürdig, das ist katastrophal für die Hinterbliebenen, das ist nicht die Form, die Trauernde brauchen, ja, um mit dem Tod irgendwie, gerade mit einem solchen Katastrophentod umzugehen. Ne? Und da hat sich doch einiges auch geändert in den letzten Monaten. Das muss man auch wirklich sagen, bei allen Einhalten der Hygienestandards und des Infektionsschutzes und wie auch immer. Also es braucht auch sicher Initiative, es braucht auch Mut, ja, und es braucht vor allen Dingen auch Solidarität miteinander. Ja. Eine nächste Frage. Pflegeheimträger haben Slogans verwendet wie die folgenden: den Tagen mehr Leben, nicht dem Leben mehr Tage geben. Also das wurde propagiert und wurde gelebt. Wie ist es jetzt zu verstehen, dass in der Pandemie sofort umgeschwenkt wurde und alle den Kampf gegen den Corona-Tod, alles dem Corona-Tod-Kampf untergeordnet wurde? Ja, das hat mich auch sehr beschäftigt. Also ich glaube, der Trigger ist die Angst, ja, die eigene Angst um das eigene nackte Leben. Und das Umschwenken, dieses Radikale ohne Innehalten, ohne Rückfragen, ohne Irritation, das, was der Verfassungsgerichtshof als höchstes Gut deklariert, das muss man sich ja vorstellen. Der Verfassungsgerichtshof sagt, alle alten Menschen sind autonom und entscheiden selber. Und in Corona-Zeiten hat die Politik genau das Gegenteil gemacht. Die Alten wurden weggesperrt, ohne dass sie gefragt wurden. Sie wurden auf Intensivstationen transportiert, ohne gefragt zu werden, ob sie noch ins Krankenhaus wollen. Ja? Man hat sich dahingestellt und gesagt, wir müssen die Vulnerablen schützen. Im Grunde hatte man Angst um sich selber und hat die elementare medizinische Notwendigkeit nicht realisiert, dass keine Entscheidung ohne die Zustimmung der Betroffenen erfolgen darf. Und genau das haben wir gemacht. Und das kulturelle Muster ist meines Erachtens ein typisch obrigkeitliches Gehorsamsmuster, was in Österreich ja lang eingeübt worden ist, sowohl politisch-monarchistisch als auch kirchlich-katholisch. Ja. Und es hat keine Irritation da gegeben, sagen, wir haben doch die Orientierung von Cicely Saunders, das kann doch wohl nicht wahr sein, dass wir die älteren Menschen einfach wegsperren, ohne mit ihnen zu reden, ohne herauszufinden, was sie wollen und was sie nicht wollen. Das ist eigentlich unethisch und letztlich ist es praktisch anzeigepflichtig. Ja? Kein Arzt darf einen Patienten behandeln ohne dessen Zustimmung. Das ist die Errungenschaft unserer medizinischen Entwicklung, Gott sei Dank. Ja? Und die Corona ist alles außer Kraft gesetzt worden. Mit in der ersten Welle und im Sommer. Das ist, kann man praktisch nur individualpsychologisch denken über die Angst und
kollektiv-mentalitätsgeschichtlich über eine eingeübte Gehorsamsmentalität. Darauf hat ja auch die Regierung in der ersten Welle gesetzt und damit Erfolg gehabt. Ja. Und interessanterweise funktioniert das jetzt nicht mehr. Ja. Also der Gehorsam lässt sich nicht mehr, die Disziplin, wenn man es ein bisschen höflicher sagen will, lässt sich offenbar nicht mehr obrigkeitlich so durchsetzen. Das ist eigentlich eine ganz interessante Entwicklung. Ja. Aber die Leute machen es nicht im offenen Auseinandersetzung, sondern sozusagen, sie richten es sich informell. Ja. Und das ist natürlich irgendwie verheerend, weil davon alle wieder andere betroffen sind. Ja. Was wir bräuchten, wäre meines Erachtens eine offenere Auseinandersetzung, wie wir mit diesen Orientierungen, Maßnahmen, Regeln umgehen und welche eigentlich auch sinnvoll sind und auch von der Bevölkerung getragen werden können. Da kommen wir, also im Grunde verdichtet sich dort das, worum es auch im Sterben geht. Können wir in Beziehung miteinander herausfinden, was gut ist für mich und für dich? Ja? Oder wird uns das sozusagen verordnet und vorgeordnet? Ja? Und dann leistet man irgendwie informell Widerstand. Wir sind ja auch alle nicht so geübt in Formen der Auseinandersetzung des Widerstands. Aber vielleicht werden wir das der Corona-Pandemie verdanken, dass wir das noch lernen können in den nächsten Jahren. Ja, das klingt schon wie nach einem zusammenfassenden Schlusswort. Im Chat bahnt sich jetzt keine Frage an, es ist keine mehr da. Vielleicht warten wir ganz kurz, ob noch was kommt. Ansonsten denke ich, haben wir wirklich diese zentralen Themen abgeschritten. Es ist vieles, glaube ich, was wir zum Nachdenken mitnehmen. Ja, es ist ein Thema, wo wir auch natürlich jetzt noch weitere Abende miteinander verbringen könnten. Einen Abend mit Andreas Heller wird es in dem Semester noch geben, allerdings zu einem doch recht anderen Thema. In der Reihe Ketzer und Heretiker wird der Eugen Trevermann thematisieren am 27. Mai. Das ist eine Veranstaltung im Rahmen eines ganzen Spezialkurses und die haben wir gedacht, ist so spannend, dass wir sie auch in der Akademie am Dom online anbieten. Das sei hier verraten. Ansonsten haben Sie, glaube ich, heute ein Newsletter bekommen von uns, wo das ganze Programm bis Juni drinnen ist, weiterhin online. Ja, und ich sehe eine Frage. Wie ordnen Sie es ein, dass Widerstand gegen Maßnahmen derzeit gerade von der rechten Seite kommt? Na, das ist eine kluge Frage, da muss ich auch nachdenken. Es beunruhigt mich im großen Maße, ja, weil das eigentlich dem rechten Muster entspricht, nämlich eine Spaltung der Gesellschaft hervorzurufen. Und das ist, und überhaupt Widerstand gegen die akut Regierenden, ja, also es hatte lange Wurzeln, die Motivationslagen dieser rechten, wenn man das gelinde sagen will, Opposition irgendwie freizulegen. Aber ich glaube, die Zielrichtung ist eine völlig, völlig andere. Da geht es um Spaltung, um Zerstörung von Gesellschaft, auch von gesellschaftlichen Solidaritäten, um Lagerbildungen und Konfrontationen bis hin auch in die psychische und physische Bedrohung hinein. Das ist ein gefundenes Fressen natürlich im Augenblick für die Rechtspopulisten. Ja. Da muss man natürlich sehr, sehr vorsichtig sein, wenn es da irgendwie zu falschen Verbrüderungen und Solidaritäten kommt. Ja. Und ich glaube, das braucht eine Verständigung. Was ist das Ziel eigentlich? Was will man? Ja? Und mir geht es wirklich, meine Zielperspektive, ich meine, wir haben ja überhaupt politisch keine Zielperspektive, wie die Gesellschaft, die österreichische Gesellschaft der Zukunft aussehen soll. Ja? Geht es so weiter mit dem Neoliberalismus wie vor Corona? Ja? Oder wird sich irgendwas ändern? Was soll sich ändern? Außer, dass wir die Finanzierungs- und Refinanzierungsprobleme irgendwie auf die Steuermütze gedrückt kriegen. Ja? Oder wir bräuchten eine Debatte darüber, ja, wie eigentlich die in den nächsten 10, 15 Jahren eigentlich das Zukunftsbild der österreichischen Gesellschaft ist und sein soll. Und ich sehe das Zukunftsbild eben als eine sorgende, verantwortliche Gesellschaft, wo die Sorge sich nicht nur auf uns als Personen und Subjekte unseres Lebens bezieht,
sondern auf den Erhalt unseres Lebens insgesamt, ja? Der Erde, der Gesellschaft, des Kosmos, des Umgangs mit den Ressourcen. Ja? Und das ist natürlich eine, wirklich auch eine politische Frage, welches Leitbild wir dort entwickeln. Und das kann nur, im Augenblick sehe ich keine Partei, die in der Lage ist, ein Leitbild für diese Gesellschaft zu entwickeln. Das kann nur aus der Bürgerinnengesellschaft kommen. Ja. Wollen wir so weitermachen? Oder haben wir was gelernt daraus? Ja? Und wir müssten das jetzt vorbereiten. Und es gibt ja doch Entwürfe, wenn Sie das nachlesen, ist vielleicht wirklich die interessanteste Fortsetzung unseres Gesprächs heute Abend, das sogenannte konvivialistische Manifest. Können Sie kostenlos im Internet runterladen als PDF-Datei. Konvivialismus von Zusammenleben ist ein Zusammenschluss von Intellektuellen aus fast aus allen Ländern dieser Welt, nämlich entlang der Frage, wie wollen wir morgen leben in dieser Welt, in diesen Gesellschaften. Also in einer wollen wir unsere Zäune hochziehen weiter, wollen wir die Migrationsbewegungen abwehren, wollen wir die Menschen im Mittelmeer ertrinken lassen, wollen wir weiter unsere Konsumgewohnheiten aufrechterhalten. Was braucht es eigentlich, damit es ein gerechtes, ein friedliches, ein gutes Leben für alle auf diesem Planeten gibt? Und da gibt es eigentlich die weitreichendsten Vorschläge, sehr konkret, auch betriebswirtschaftlich, volkswirtschaftlich durchgedacht, unter dem Stichwort des konvivialistischen Manifests. Und darin sehe ich auch eine schöne Perspektive für die europäischen Gesellschaften. Wir brauchen eigentlich das Nachdenken darüber, wie Konvivialität, wie ein Leben miteinander, ohne dass wir uns bekriegen, bekämpfen, zerstören, bedrohen, Angst machen, in Frieden und in Bezogenheit aufeinander aussehen kann. Und es wird höchste Zeit, das schulden wir der jungen Generation. Und erst recht werden hoffentlich die Jungen sich dafür stark machen, dass ihnen noch eine Welt bleibt, in der sie miteinander leben können. Und vielleicht uns auch dann ertragen, wenn wir deren Hilfe und Beziehungen noch stärker brauchen als im Augenblick. Also Konvivialität ist das Stichwort der Zukunft. Ja, vielleicht nur einen Hinweis noch, diese rechtspopulistische Position, das ist ja nicht auf Österreich beschränkt, das ist international, ja. Da ist die AfD, da ist Bolsonaro, da ist Trump, also das ist ja eben ja. auch gerade nicht konstruktiv in allen Fällen. Aber einen schönen Gedanken zum Schluss. Und ich unterstelle mal der Schreiberin, dass sie zu den Jüngeren gehört, die du gerade angesprochen hast. Ich zitiere. Ich finde, die Pandemie lehrt uns eine spirituelle Lektion in Sachen Liebe. Das verstehe ich so, dass wir alle lernen müssen, Verantwortung zu übernehmen, Mut zu haben, Geschichten und Erfahrungen zu teilen, uns gegenseitig zu ermutigen. Habe zum Englischen den Begriff gehört, to co-create a good post-Covid world. Schön. Danke. Ja, dem schließe ich mich an. Ich glaube, das war wirklich ein gutes Schlusswort. Ich darf jetzt am Schluss, am Anfang habe ich nicht können, weil er noch nicht im Raum war, auch Weihbischof Stefan Donofsky begrüßen und in dem Fall jetzt verabschieden. Ich freue mich, dass Sie den Weg in die Akademie heute gefunden haben und hoffe, dass Sie auch nachdenklich in dem Fall zu Hause bleiben, nicht nach Hause gehen, sondern zu Hause bleiben. Und das wünsche ich auch Ihnen allen. Ja, es war ein spannender Abend. Es war, glaube ich, auch wieder eben so, dass nicht nur Wiener Wienerinnen da waren, sondern aus ganz Österreich Teilnehmer und Teilnehmerinnen dabei waren. Ja, und ich denke, es gibt Stoff zum Weiterdenken. Und ich danke Ihnen fürs Dasein und dir, Andreas, für diesen spannenden Abend. Dankeschön. Ja.